Servus, Leute, Squadbusters, macht mir einfach so unglaublich viel Spaß und ich will unbedingt in die dritte Welt, in die royale Welt und einfach um ein bisschen mit weiter vorne dran zu bleiben oder weiter nach vorne zu kommen, gehen wir jetzt in den Superpass rein. Das sind nochmal 12 Euro, aber scheiß die Wand an. Ich habe sowas von Bock, das wird investiert. Immer wieder geil, startklar zu sein, genau so muss das. Boah, und da können wir ordentlich was einsammeln, aber jetzt erstmal müssen wir einen Charakter auf Level 3 machen und ich würde da fast die Kampfheilerin machen, weil bei der fehlen mir noch mit Abstand am meisten Karten und dementsprechend lohnt sich's da, glaube ich, einfach am meisten und ich finde die auch in-game ganz nice. Und das heißt, wir haben die jetzt erstmal Level 3, ansonsten können wir hier natürlich noch jede Menge einsammeln. Das Drachenhuhn, da bin ich gespannt, wenn ich das dann das erste Mal in-game habe, das wird auf jeden Fall geil. Ordentlich Truhentickets, ordentlich Münzen. Ansonsten ist jetzt nichts so krank Geiles dabei. Aber wir sammeln das jetzt einfach alles mal ein und versuchen uns in die dritte Welt zu befördern. Und jetzt habe ich eine neue Welt. Ja, ich bin in der dritten Welt. Ich kann jetzt die neuen Sachen alle freischalten. Alter, jetzt geht's los. Jetzt wird mal hier richtig reingesuchtet. Königskolosseum, das ist die neue Welt. Jo, zum ersten Mal die neue Welt. Oh, ich habe direkt einen Barbarenkönig am Anfang. Ist das geil. Sachen, die ich noch gar nicht kenne. Ja, das ist für mich jetzt auch alles neu. Hä? Die Kiste bewegt sich! Ja, das ist... Oh, ich hab einen gebastelt. Die Kiste wollt mich fetzen. Was ist denn ja, da passiert? Das ist der Modus. Es gibt Fake-Truhen so. Oha. Krass. Die Kiste hat gar keinen Bock aufzugehen. Ich habe einen gebastelt. Der war komplett free. Der ist mit einer halben Truppe weggelaufen. Ja, das ist dann halt manchmal Glück. Ne? Und jetzt habe ich noch El Tigre. Digga, erste Runde in der Welt. Und die muss ich jetzt direkt sowas von rasieren. Also wenn ich die jetzt noch werfe, dann bin ich auch einfach ein bodenloser Hund. Ich weiß gerade nicht, wieso ich die Bombe geworfen habe. Ich hätte die so auf die zwei Bäume werfen können. Keck. Komm, da rein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Rein da. Ah, mach ihn down. El Tigre, gönn. Komm, der ist so One-Shot. Ja, zweiten gebastelt. Sind nur noch 6 Leute mit dabei. Der hier sieht auch nicht so lebendig aus. Da gehe ich auch noch rein. Dritten gebastelt. Was ist das für eine Runde, Digga? Das sind die Leben nur noch 5. Ja, weil ich schon 3 gebastelt habe. Könnte erster, zweiter werden, da wäre die Runde. Lol, in der Mitte ist auch so eine Riesentruhe. Die man angreifen kann. Boah, ich gehe nochmal auf einen drauf, der gerade erst gefetzt hat. Wenn ich den noch zerstört, dann sieht's so krass aus. Hab noch einen gebastelt. Wir leben. Wir haben die ganze Lobby zerstört. Wir haben die ganze Lobby zerstört. Warte mal, wollen wir es beenden? Oder willst du auch Gems haben? Lass die Truhe einfach in der Mitte. Lass möglichst viele Gems holen. Gehen wir gerade aufeinander, oder? Ja, du musst mich angreifen, also. Ja, lass doch die Truhe in der Mitte noch zerstören, damit wir mehr Gems für den Pass bekommen, oder nicht? Achso, ja, können wir auch. Ich hab jetzt eh nicht mehr erlebt, aber sonst... Wie geil ist das denn bitte? Bei mir lebt, glaube ich, auch gleich nichts mehr. Alter, ich hab so viele gebastelt, das war gottlos! Komm, wir holen jetzt einfach die ganzen Gems. Oh, sorry. Was? Bei mir lebt das hab ich gar ja nichts noch. Mehr. Das habe ich noch nicht gesehen, sowas. Ja, ich zerstör dich. Oder nein, das ist doch dumm. Ja, oh mein Gott, es tut mir so leid. Ja, doch. Ja, ich wollte, dass du auch Gems bekommst. Oh, ich bin so ein Anti-Mate, es tut mir leid. Aber nein. Egal, du wurdest trotzdem Zweiter immer. Ich bin extra nicht reingerannt, hä? Ja, aber du hättest noch Gems für deinen Juwelenpass mitnehmen können. Ja, komm.
Hä, hey, aber was war das für eine kranke Runde, hä? Ich hab sofort einen gebastelt und den Rest einfach. Und ich hab irgendwie 5 gebastelt. Das war die erste Runde, die wir in der Welt gespielt haben. Und wir haben sofort alle anderen zerstört. Das hat sich sehen lassen, Alter. Die Runde war... Die hat anders gebockt. Boah. Super, was? Das hatte ich noch nie. Ja, das war... Ich dachte, das sind jetzt nur Schwitzer. Es erscheint eine riesige Mine, die vor Juwelen nur so strotzt. Ich glaube, da muss man versuchen, in die Mitte zu kommen. Also, wahrscheinlich nicht direkt am Anfang, aber am Ende muss man in der Mitte verbringen. Ja, ich glaube, trotzdem equippen halt. Ja, oder wir basten einfach alle anderen 7 und dann ist sowieso egal. Ja, dann kriegen wir alle 4 Gems, das ist gut. Das musst du machen. Aber man kriegt halt kein Gold durch den Scheiß da in der Mitte. Es gibt ja nur Gems. Ja, wenn wir davor alle gebastelt haben, passt es ja. Ja gut, dann fang mal an. Ja, fang du mal an. Ja, oh Gott, wir haben noch. Innerhalb der nächsten 2 Minuten müssen wir alle basteln. Ist Nita stark oder kann die irgendwas? Lila? Nita, ja, ja, da spawnt ein Bär vor dir. Also als Protection. Nein, glaube ich nicht, aber. Ja. Ja, unterschätze sie mal nicht. Dann weiß ich Bescheid. Wir sind übrigens wieder mit Macher in der Runde. Der Arme. Den wir vorhin ein bisschen abgejagt haben. Bisschen. Oh, fuck, der killt mich. Scheiße. Susi Gaming! Oh, lass Susi grillen. Ich grill sie. Wer ist das? Sie doch von links. Susi Gaming von COC, also... Die mit den blauen Haaren. Achso, naja, ich weiß nicht, wen ihr meint, aber... Kann man schon kennen. Ja, okay, ja, gut, aber bin ich vielleicht nicht so. Oh, die Juwelenmine in der Mitte schallert. Oder fängt an zu schallern. Ich glaube, die Runde wird nichts bei mir. Ich habe nur so Kackleute. Ich habe 2 Barbaren. Ja, der hat einen auch. Die ist scheiße. Oh, sorry, Androm, ich hätte dich. Ben, bitte, sorry. Scheiß drauf, Digga. Ich finde das gar nicht gut, dass Macher noch am Leben ist. Dass ja, wir müssen jetzt sowieso mal die anderen grillen. Susi habe ich auch nicht gegrillt bekommen. Die haben alle viel zu viel Spaß an dem Spiel. Lass mal die anderen jetzt langsam mal töten. Oh mein Gott, ich... Wo sind die denn alle? Hier ist einer. Bruno, den kennt man auch. Hab einen. Ben, das bist du, oder? Scheiße, sorry. Ja. Ich hole mal hier so ein fettes Matvi. 1 Minute 20, jetzt müssen wir mal Gas geben. So, ah, das ist schon wieder du, Ben. Sorry. Ja, die rennt weg, was ist denn mit der? Digga, der erste hat. Oh, ich bin drinnen, Susi. Ja, alles gut. Aber die Susi spielt das voll gut, Digga. Oh mein Gott, wer ist der mit Level 190? Champs 190, der dreht uns ja komplett. Ja, komm, hier spielen übelst die Guten mit, jetzt mal for real. Wir müssen. Hab nochmal einen gebastelt, hab 3 gebastelt jetzt. Aber ich hatte einen schlechten Start, war das für mich? Die Runde ist richtig intensiv, Alter. Ja, das ist viel zu anspruchsvoll, die Runde. Ich bin trotzdem. Oh, in der Mitte, bitte kommt in die Mitte. Ich hab den einfach down. Ich bin der Mitte. Ja, das bist du! Nein, Mann! Ich bin tot. Ja, du sagst, komm in die Mitte, dann gehe ich in die Mitte und. Ich mach den Pojo fertig. Ich hab den Pojo. Oh mein Gott! Stark. So. Wir sind nur noch zu viert am Start. Ja. Susi noch. Wer lebt jetzt noch? Susi. Lass Susi noch grillen. Ja, wir sind halt auch. Nein, wir sind halt auch. Wo ist sie? Wo ist die? Ich hab nur 2 Truppen, ne? Nein, ja, sie hat überlebt. Das war mit Abstand, die war so viel besser als wir. Die hat so gut gespielt, die ist immer wieder entkommen. Alter, das gegen uns zu überleben, das musst du erstmal schaffen. Jetzt mal for real. Guck mal, ich habe 4 Stück gebastelt. Wollen wir schauen, ob die live ist? Nee, ist nicht. Das waren auf jeden Fall 2 der geilsten Runden, die wir, glaube ich, über 6 Stunden on-stream erspielt haben. Ich glaube, ich habe über 10 Level heute gegrindet.
Wie gesagt, ich glaube, wir waren 6 Stunden lang live mit Squadbusters. Wir sind einfach alle noch so derbesüchtig. Ich hoffe, euch hat das Video aber soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.